Willkommen zurück, da bin ich aber froh, dass ihr wieder einschaltet zu Mario Party 3, dem mittlerweile 46. Part, und Chili Waters wird diesmal definitiv beendet und das wird auch ein sehr kurzer Part, denn danach fängt die neue Map an und ich weiß ja noch nicht, ob die mit Asuka folgen wird oder nicht. Das entscheiden die Votes wie immer, die findet ihr, ja, ich erwähne es schon wieder mal, wie immer in der Videobeschreibung, kennt der ja nur. Und muss ich das mal gucken, irgendwie ist das gerade ein bisschen laut hier. Das ist erstmal das Erste und er holt sich da erstmal ein Bonusfeld. Oh, von Babyblosser. Und eine Frage. Putzt du nach dem Essen immer deine Zähne? Er sagt die Wahrheit, mag es irgendwie und ja. Er kriegt so viele Items, wie er möchte. Ist ja schon ein bisschen schiedrig, ne? Will ich auch. Also ich habe jetzt momentan, wo es noch die Bowser-Maske hat, im letzten Part alle meine Joker verspielt, Wario hatte mir einen Stern geklaut, sonst sehe ich jetzt aus, dass ich 4 Sterne hätte und alle anderen maximal ein und er kriegt einen Pasch, die dumme Sau. Oh, dafür kostet 10 Münzen, das ist aber cool. Das ist gar nicht cool, Mann, das ist schwul. Fette Dicksau, Alter, du bist doch Speckschwart, Alter, ich schläge auf den Grill, mache einen Schnitzel aus dir. Einfach gar nicht ganze Russenfamilie leben, du dicke Sau. Ja, gut. Hier noch rumgemeckert hier, das wird schon, ne? Kriegt er meinen Minispielstern und Co. und das. Oje. Er holt sich den Duell-Handschuh. Oh yeah. Die dicke Sau will's echt nochmal wissen. Legt sich nochmal aufs Allerkrasseste mit mir an. Und Donkey holt sich, glaube ich, jetzt auch seinen Stern wieder, nicht wahr? War da nicht irgendwas, dass der da gleich da ist irgendwie? Ja, genau. Muss aber für. Nee, er geht nicht auf. Und er holt sich den Stern auf eine andere Art. Ist das mies? Du bist doch ein Cheater. Na gut, okay. Immerhin habe ich ihn einmal eingeklaut. Also denk mal, ist das schon in Ordnung, dass er sich den jetzt an der Stelle zurückholt. So, da bin ich gespannt. 1-3er-Game. Ein paar fehlen ja immer noch. Irgendwie kriege ich die aber auch nicht. Die scheinen extrem selten zu sein. Ach nee, das ist doch ja. Das ist doch hier, wo der eine Ball da runterkullert. Naja, genau. Na gut, Yoshi muss uns mit Bälle beschmeißen. Und wir müssen einfach nur laufen. Ich muss jetzt ein bisschen besser als beim letzten Mal meine Laufbahn einplanen, damit ich nicht wieder weggebasht werde wie beim letzten Mal. Also beim ersten Mal, bin ich wieder sehr skillig und mache danach ein bisschen Panne. So, der dürfte nochmal abprallen und da nach links gehen. So, die Kugel schaffe ich auch. Die Kugel schaffe ich auch. Und. Diesmal habe ich es wieder sehr gut gemacht. Auch Wario war fast oben. Hat sich immer in meinen Schatten gestellt und konnte so gut ausweichen. Da haben wir definitiv gegen Yoshi gewonnen. Was irgendwie von Vorteil sein könnte, wenn jetzt wirklich Wario vorhat, mich herauszufordern, dürfte es gut möglich sein, dass ich danach gewinne und extrem viel Geld kriege. Oder er gewinnt erstaunlich und holt sich den Münzstern. Das wäre natürlich extrem gemein. Muss man jetzt mal gucken, wie komme ich schnell da oben hin? Gar nicht, toll. Und die letzte Runde ist es auch noch, ne? Ja, das ist die letzte Runde, Freunde. Das heißt, gleich geht's los. Ich würde ja gern vorher vielleicht nochmal. Ja, keine Ahnung. Ach, ich würfe einfach, gucke, wo mich's hinführt. Ich kann ja auch noch. Es steht irgendwo in einer Reichweite? Nee. Nö, auch nicht. Und da komme ich nicht durch. Ist doch scheiße. Das stinkt mich. Gerade an. Oh, toll, ich krieg gar nichts. Das ist doch schön. So, darauf freut man sich doch. Er nimmt nochmal einen Goldpilz und wird sich damit wahrscheinlich noch den zweiten Stern holen. Weil er geht ja jetzt hoch und nach rechts. So, mit der, wenn er weiter so würfelt, denn ja, das sieht gut aus. Ja, doch, dürfte klappen. Oder einmal 5 Münzen abzahlen. Ach, er hat ja gar keine Geld, fällt mir gerade mal auf. Yoshi ist ja total arm. Ist das ja mein oder was? Also Yoshi kriegt irgendwie so ja nicht gerissen, wenn ich ihn nicht spiele. Du hast keine Münzen, dann geh weg, Mann. Er kommt zwar zum Stern, allerdings das mehr oder weniger nicht sehr effektiv. Und das knackst alles nochmal ein, kurz bevor Schluss ist. Luigi. Ich finde ja cool, dass der Sprecher von Mario auch Luigi, soweit ich weiß, auch noch so, da glaube Mario, Wario gesprochen hat und der nutzt noch tatsächlich letzte Runde noch den Duellhandschuh. Und die Kacke ist jetzt, wenn der mir jetzt echt im Minispiel all mein, oder 85 Münzen zurückzockt, hat er mehr Geld als ich. Das bedeutet für mich, wenn er dann einen Stern mehr bekommt, dann habe ich verkackt. Was hinterm Kommastrich ziemlich kacke wäre irgendwie.
Ja. Ach, Bowser Weitwurf, da sehe ich nicht so das Problem drin, da jetzt zu gewinnen. Ich muss bloß ein bisschen Button smashen. Leute, kannst du den kleinen Stil mal wiederholt Bowser rumwirbeln? Also Button smashen zum, naja, Kraft holen und Winkel justieren, gut. Button smashing! Top, 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 top. Ah, das sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Und der Jeter ab die Luzi. Wie ein Torpedo fliegt da los. Oh, ich bin deutlich weiter geflogen, auch wenn der Winkel eigentlich von beiden sehr gut aussah. Aber ich bin 30 Meter weiter geflogen, weil meiner mehr Bums drauf hatte. Bam, 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 bam. Swoop. Und damit habe ich mir noch mehr Geld ergaunert. Aber das hat er sich ja selbst abgezogen irgendwie. Damit steht mir definitiv, denke ich, der Münzstern zur Verfügung und auch, denke ich, die Münzführung. Das heißt, jetzt kommt auch irgendein Bowser-Mist und der macht irgendeinen Umbruch oder so. Und der... Ich wollte gerade sagen, das wäre ein bisschen mies jetzt gewesen, wenn er jetzt so echt einen Stern geklaut, noch in einem Block gefunden und deswegen die Führung gehabt. Ey, ich hab echt das ganze Spiel über erzählt, dass ich so schlecht irgendwie Pech gehabt oder Skill irgendwie fallen lassen, also... Oh, okay, der könnte sich vielleicht noch die Münzführung holen. Vielleicht. Also wenn er das jetzt verdoppelt, wäre es möglich. Ist natürlich ein bisschen scheiße, er schindet jetzt nochmal Zeit, bevor es dann ins Finale geht. Und wir dann sehen endlich nur, wer gewonnen hat. Und Alter, achso, wie das hier Roulette war. Hm. Ich würde ja die Bombe nehmen. Die hat noch ein ziemlich großes Feld. Und hat trotzdem viermal gewonnen. Also, okay, am Ende wäre es ja nicht egal. Und er sitzt auf Buhu. Also das ist ja nun wirklich schon ziemlich clean. Na gut. Wir werden sehen, was kommt. Insgesamt gibt's da, wenn ich das gerade richtig sehe, 21 Felder. Oh, das sieht gut aus. Nee, doch nicht. Sieht doch nicht gut aus. Bei Goomba blieb stehen. Das ist reines Glück. Dum, da, 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 da. Alter, Shy Guy mal 64, das wäre ja übel. Und tschüss, Mann, Donkeys Arm, Kavuns. Na, tut mir aber leid, keine Bananamünzen mehr. Oh, tut mir aber leid. Spaten. Weil wenn der jetzt noch einen Stern geklaut hätte, hätte es auch nochmal heftig werden können. Fällt mir gerade mal so auf. Und zum Schluss kriegen wir Schaukeljockey. Was ist das denn schon wieder? Ach, das ist doch hier das mit der Möhre. Oh, ach Gott, da habe ich ja so ein ideales Timing. A, B abwechselnd, das sollte ja eigentlich machbar sein. Aber mit den Möhren ist das schon ein bisschen tricky. Und ich bin ganz vorne, das heißt, ich habe die Außenbahn. Das ist ja nicht so günstig. Bada, badam, hau rein, Luigi. Sonst werde ich wieder mal verkacken. Also die kommen da total unregelmäßig rein. Und Möhre! Gib Möhre, Mann! Luigi, die gibt doch die Möhre. Aber wir haben alle Möhrenbonus. Das heißt, wir können unseren Möhrenbonus jetzt geltend machen. Und richtig extrem aufholen. Donkey überholt mich leider in der Schlussphase dann am Ende. Schlecht, schlecht, gut und... Nein, fuck! Aber wir haben... Nein, nein, Donkey! Nein, du blöder Affe, du gehst sterben. Vielleicht, vielleicht ohne Endspurt. Wer hat gewonnen? Wer hat gewonnen? Foto-Finish. Nein. Eine Nasenlänge. Ist ja geil, da gab es gerade ein Foto-Finish. Das sehe ich zum ersten Mal gerade. Ist ja geil. Gut, Freunde, ich würde sagen, scheiße. Na gut, komm, er hat gerade 100 Geld verloren. Aber das war gerade richtig cool irgendwie. Ich dachte, ja, ja, das schaffst du, das schaffst du. Ich dachte, er wechselt noch, aber da war zu spät. Hätte ich richtig rinknüppeln können, aber so. Ja, ich habe nochmal die letzten 10 Münzen verdaddelt, aber ist ja jetzt auch nicht so schlimm am Ende. Die hätten jetzt auch bei mir nicht mehr groß geändert oder so. Obwohl, vielleicht kriegt er den Minispiel dann jetzt deswegen nicht. Das wäre ein Verrat, den habe ich bisher nicht mehr gekriegt irgendwie. Das ist doch mein klassischer Stern, weil ich halt immer der Minigame-Skill-Zocker bin, so, ne? Ich habe das Skill auf meiner Seite, aber nicht den Glück, ne? Das ist immer das... klassische
Mario Party Anti-Beispiel. Hahaha. So, Minispielstern geht an Luigi dabei, aber klar. Ich habe einfach zu viele Minigames gewonnen, ne? Und der Münzstern, der geht an Luigi ebenfalls. Ist ja kein Wunder. 200 Münzen, das ist nicht, kaum zu toppen. Und das eigene Feld geht an Yoshi. Das heißt, er holt sich doch noch einen Stern. Aber Wario hat, glaube ich, mehr Geld, oder? Das müsste eigentlich jetzt der Fall sein. Also geben wir den Sieger bekannt. Und zwar habe ich meine zweite Map. Ist das überhaupt unsere zweite Map? Ich glaube schon, ne? Oder? Nee, ist die erste Map. Ein Quietschi, scheiße. Und jetzt der Fette hinterher. Und ich habe gewonnen. Yeah. Eigentlich könnte ich auch mal Wario nehmen. La 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 la. Luigi is the winner. Ah ja, voll geil. Da kriegt er auch mal sein eigenes Feuerwerk. Ist doch auch mal irgendwie mal Denkmal verdient, oder? Und da sieht man doch, ich habe ganz eindeutig gewonnen mit 5 Sterne. Da ist nichts zu rütteln. Oh, auch Donkey hatte 140 Münzen. Das ist ja jetzt nicht so wenig, ne? So muss man ja mal sagen. Alter Schawutzki. Hat er mit den 10 Münzen ja fast noch richtig das eng werden lassen und so. Da habe ich auf jeden Fall eindeutig gewonnen. Das würde mich mal interessieren. Ach, dreimal ist aber okay, dann hat er auch da verdient auf alle Fälle. Yoshi hat am meisten Glücksfelder gehabt. Donkey gar keins. Bank hat er zweimal gehabt. Ich habe an der Bank definitiv mehr Geld gekriegt, das weiß ich noch. Weil ich da immer, weiß ich nicht, übelst zu viel rausgeholt habe in der letzten Part. Aber gut, ich würde sagen, da verschwendet ihr nicht groß die Zeit mit. Ich lasse euch wieder mal die Möglichkeit, bis zum nächsten Part zu voten. Und dann werdet ihr sehen, ob Asuka dabei ist oder nicht. Je nachdem, welche Map da kommt. Ne, wie alles findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Also Freunde, wir sehen uns wieder im nächsten Part. Und bis dann wieder. Macht's gut, haut da rein und ciao.